Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Wenn wir kilometertiefe Bohrungen herstellen, dann haben wir unten im Bohrstrang viele Sensoren angebracht, die uns alle möglichen Daten beim Bohren ermitteln. Und diese Daten werden in einen Binärcode aus Nullen und Einsen umgerechnet, die dann zur Erdoberfläche übertragen werden müssen. Und eine Methode, wie man diese Nullen und Einsen an die Oberfläche übertragen kann, besteht darin, dass eine untertägige Sirene verschiedene Töne erzeugt und diesen Tönen werden jetzt Nullen und Einsen zugeordnet. Der eine Ton kann zum Beispiel eine Null repräsentieren, der andere Ton eine Eins. Jetzt haben wir nur das Problem, dass hohe Töne viel zu stark gedämpft werden, als dass sie durch dieses kilometerlange Bohrgestänge bis an die Oberfläche gelangen könnten. Und deswegen müssen wir mit sehr tiefen Tönen arbeiten, mit sehr tiefen Frequenzen unterhalb von 20 Hertz. Und diese Töne können wir mit unseren Ohren gar nicht mehr als Töne wahrnehmen, sondern es sind höchstens noch so unangenehme Erschütterungen. Man kann das also nicht hören, was in so einem Bohrgestänge bei der Datenübertragung passiert. Wir haben aber in einem kleinen Experiment diese Druckschwankungen im Bohrgestänge hörbar gemacht. Und das wollen wir euch jetzt mal vorführen. Wir wollen jetzt also gedanklich in das Bohrgestänge einsteigen und einfach mal an verschiedenen Stellen horchen, wie sich das so anhört. Wir beginnen mal ganz oben an der Oberfläche, indem wir uns in die Rohrleitung da reinmogeln, wo der Druckaufnehmer sitzt, mit dem die Daten übertägig empfangen werden. Und da ist ganz in der Nähe die große Spülpumpe angebracht, die mit mehreren 1000 PS Leistung angetrieben wird. Und wir wollen mal hören, was diese Pumpe für einen hydraulischen Lärm erzeugt. Ja, wir hören hier, wie das ordentlich Krach macht. So, und wenn wir jetzt gedanklich in die Bohrung runtertauchen, einige Kilometer tiefer, da stellen wir fest, dass viele der hohen Frequenzen jetzt schon so weit abgedämpft sind, dass die schon etwas leiser werden und nur noch die tiefen Frequenzen übrig sind. Ja, ich glaube, das war ganz gut zu hören. Und jetzt tauchen wir bis ganz unten zum Meißel runter und hier sind die hohen Frequenzen alle komplett verschwunden und wir hören nur noch ganz leise das Stampfen der Kolben der übertägigen Spülpumpe. Ja, das ist gut zu erkennen. Ja, und jetzt wollen wir mal unsere Datensirene einschalten. Die erzeugt jetzt also verschiedene Töne. Und mal hören, wie diese Sirene uns was vorsingt. Ja, das ist eine hübsche Melodie. So, was passiert jetzt mit dieser Information? Wir tauchen also wieder auf bis zur Mitte der Bohrung und stellen fest, dass hier schon langsam die Sirene etwas leiser wird und die Geräusche von der Oberfläche wieder lauter werden. Und wenn wir jetzt noch weiter auftauchen und wir wieder am Drucksensor oben sind, dann stellen wir fest, dass der Lärm der Pumpe das Nutzsignal von der Sirene fast komplett überdeckt und man kann eigentlich gar nichts mehr an Nutzsignal erkennen. Was machen wir denn da? Na ja gut, jetzt kommen unsere Wissenschaftler und Mathematiker und Physiker ins Spiel. Denn die können jetzt aus diesem Mischmasch an Geräuschen das Nutzsignal wieder rausfiltern. Die glätten die Daten und nehmen alle Schallwellen raus, die in die falsche Richtung durch die Rohrleitung laufen und löschen alle Frequenzen, die eindeutig nichts mit unserer Datenübertragung zu tun haben können. Und was dann dabei rauskommt, das hören wir jetzt. Die Sirene klingt jetzt zwar nicht mehr so wie ursprünglich unten im Bohrloch, aber das Wichtigste ist, wir können hören, dass die Sirene zu uns spricht. Und das bedeutet, wir können die Daten dekodieren und auf unserem Bildschirm anzeigen. Und man merkt daran schon, dass die Datenübertragung in Bohrlöchern, wenn man ins Detail reinguckt, doch sehr, sehr komplex ist. Und deswegen behandeln wir das auch sehr ausführlich in unserer Vorlesung Tiefbohrtechnik 2 hier in Freiberg. Wir würden uns freuen, euch dabei hier zu sehen. Glück auf!